Willkommen zum Tagessegen. Bedrohlich wird es jetzt heute. Ihr werdet um meines Namens willen von allen gehasst werden. Wer aber bis zum Ende standhaft bleibt, der wird gerettet. Jesus hat so seine Erfahrungen gemacht. Und am Ende wird er sie noch ganz bitter machen müssen am Kreuz. Das wird wohl ein ewiges Geheimnis bleiben, warum derjenige, der Gutes sagt, mundtot gemacht wird. Über 140 Millionen verfolgte Christen gibt es. Dann frage ich mich immer, warum werden die denn eigentlich verfolgt? Warum haben Menschen Angst vor glaubenden Menschen? Eine Antwort ist, weil ein glaubender Mensch keinen Menschen anerkennt als Gott. Das ist ja der Vorteil eines glaubenden Menschen. Der weiß schon mal, er selbst ist nicht Gott und andere können auch nicht Gott sein. Aber es gibt natürlich Menschen, die das nicht so gerne hören. Und vor allen Dingen autoritären Staatssystemen werden dann die verfolgt, die einen Machthaber fragen, wieso erlaubst du dir das eigentlich so mächtig zu sein? Wo ist denn dein Maßstab? Wenn du dich nicht an Gott misst, dann wollen wir dir nicht gehören. Also, es kommt schon so, wenn ich wirklich auf Gott vertraue, ganz in Ruhe. Ich muss nicht mal laut was sagen, dass andere anfangen, sich aufzuregen, weil ich mich verweigere den Maßstäben der Welt. Weil ich ganz eigene Maßstäbe aus dem Evangelium hole und so hoffentlich ein Segen bin, ein störender Segen. Gott segne Sie, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.